Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zusammen mit Spark of Phoenix im Zavazo-Projekt. Hi Spark. Hallöchen. Hallihallo. Wir, beziehungsweise ich bin gerade dabei, hier rumzubauen. Spark ist gerade auf der anderen Seite des Zoos herumzubauen. Also wir sind gerade fleißig. Fleißig wie eine Biene. Mach hier so ein kleines bisschen die Projekte vom Joe wieder kaputt. Ja, das macht Spark sehr gerne. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie gerne er das macht. Ich finde es manchmal einfach krass, wenn wir gleichzeitig einer Sache bauen. Ich setze einen Block und instant baust du den wieder ab. Das mache ich gar nicht mit Absicht. Ne? Passiert voll oft, ne? Ja, es passiert aber tatsächlich sehr oft. Also ich baue jetzt gerade hier so eine ganz interessante Konstruktion. Das ist nämlich der Eingang später zur Orca-Show. Vom Bahnhof aus. Ein bisschen andere Wegführung hier. Wenn man eine Brush macht, kann man tatsächlich nur seitlich an Blöcke klicken, aber nicht einfach von oben drauf. Nö. Cody ist dies. Also hier geht der Weg dann später runter. Seht, das ist hier so ein relativ langer Weg, der dann hier auch noch an den Gehegen vorbeigeht. Der Weg soll gar nicht unterbrochen werden. Also die Idee ist, dass man ja, die Bahnstation heißt ja quasi Orca-Becken. Man steigt hier aus und das ist quasi der Seiteneingang ins Orca-Becken. Dass man hier schon wirklich hier reingeht, dann kann man hier diesen Gang entlang gehen, schwupp, und hat dann hier die Eingangsmöglichkeit ins Orca-Becken, kommt dann hier am Ende raus. Und hier geht es dann nochmal an. Hier ist nochmal der offizielle Ausgang zu den Bahnsystemen. Ein sehr langer Weg, den man gehen muss, aber ich glaube kürzer, als wenn man vom Eingang dorthin läuft. Deshalb kann man mit der Bahn dann hier hinfahren und so funktioniert das alles. Spark ist dabei, entweder einen Prank vorzubereiten, denn er tippt gerade schon wieder auf der Tastatur. Nee, ich mach Slash Undo. Ganz auffällig. Ja, doch, kann sein. Okay. Undo, Undo. Immer diese Undo-Typen, diese Undonigen. Irgendwie fehlt mir es hier auch ein wenig an Säule. Deshalb kommt nochmal eine neue Säule hier. Schöne, dicke, große Säule. Was ist an der Säule? Respekt fehlt's dir. Entschuldigung. Ja, das vielleicht auch, aber das ist eine andere Geschichte. Für einen anderen Mal. Der Weg muss hier unten noch beleuchtet werden. Das machen wir jetzt mal ganz elegant hier mit kleinen Laternen, die wir hier vergraben, sozusagen. Ja, das ist gar nicht mal so übel. Kommt noch hier eine hin. Nein, einmal hier. Schub, schub. Schub, schub. Schub, schub. Schub, schub. Ja, das ist doch nice. Die Laterne wird dann hier im Boden vergraben. Wir nehmen da jetzt einfach Glowstone und der Glowstone bekommt dann noch was draufgesetzt. Ein Glasblock draufgesetzt und zwar ein hellgraues Gläschen. So. Also heute ist auch wieder, Sie sehen, es ist immer diese Kleinarbeit, also es passiert viel hier im Zoo und damit lasse ich das jetzt erstmal sein und gehe zurück zu meiner Baustelle und zwar da hinten die Tür. Ich hatte ja richtig gejubelt im letzten Part, als das fertig war. Eben vielleicht auch mal den Spark rufen, dass der das einmal absegnet, was ich hier gebaut habe. Lieber Spark, kannst du dich einmal zu mir teleportieren? Ja. Ich mach schon für dich, meinetwegen. Geh kurz. So. Wo ist das denn? Genau. Genau. Also hinter dir ist quasi der offizielle, der vom Schienensystem aus basierte Eingang ins Orca-Becken. Das ist also meine Idee, dass man quasi dort, dass man geradeaus weiterläuft und man direkt reingehen kann. Ja. Dann kann man nämlich hier. Sieht gut aus erstmal. Kommst du ein bisschen runter? Ja, das ist nochmal so ein kleiner Seiteneingang. Ganz genau. Ja, ich würde halt noch zu den Mauern und so Alternativen irgendwie machen, aber. Ja, klar, natürlich. Von der Wegplanung und Design, so finde ich das, ja, sieht gut aus. Die Leute müssen ja eben ein bisschen navigiert werden. Wenn die am Eingang dann sich in den Zug setzen zum Orca-Becken und das ist ein großes Highlight, da können die mich geradeaus hier. Hier kommt noch ein Schild dran. Ich mag immer, das wäre so ein bisschen aus dem Freizeitpark, aber ich mag das immer, wenn so Schilder hier an diesen Blöcken. Ja, find ich gut. Also Schilder ist an den Walls finde ich gut. Hätte halt vielleicht das begrünt irgendwie gemacht noch, aber gucken wir mal. Ja. Da geht der Weg, der geht dann halt hier weiter durch die Gänge durch und kommt dann halt am Ende hier an. Die Säulen hier, die können auch erstmal weggemacht werden. Und der kommt dann am Ende hier an. Hier steht auch mal Ausgang zur Bahnstation, ganz clean, damit man auch wirklich. Dann brauchst du aber auch vorne ein Ticketsystem für die normalen, für normalen Leute, die reinkommen, ne? Ticketsystem? Wie? Weil, ja, oder du hast hier so ein, ja, du hast hier Ausgang zur Bahnstation. Das sieht so aus, als ob du hier wieder so ein Tor hast, weißt du, wo es durchgeht. Nö, das würde ich einfach nur, damit man es ein bisschen abgrenzt. Also das würde ich, habe ich tatsächlich nur so ein bisschen zur Abgrenzung. Okay, ich mache jetzt auch hier sogar. Ich habe gedacht, dass du da, keine Ahnung, irgendwie. Kein Ticket, nein. Das ist einfach nur. Oder einfach nur so ein Tor, was dann aufgeht, wo Leute durchgehen durch ein.
keine Ahnung, Fans geht oder sowas. Dass du das bauen willst. Könnte man überlegen, ob man dann Reds und Tür reinsetzt. Aber ich würde es deshalb nicht machen. Also es ist einfach, damit die Leute nicht schnurstracks geradeaus weiterlaufen, sondern wissen, dass, ach, hier geht's raus zur Bahnstation und hier geht's dann zum Parkett oder zum Rang oder was auch immer. Parkett ist doch, glaube ich, oben, ne? Nee, Parkett ist vorne. Rang ist oben. Loge ist oben, Parkett ist unten. Loge. Ach, so tief, so machst du den? Ui, das ist aber ziemlich tief gehalten. Ja, ich wollte sogar noch tiefer machen. Nein, ich meine flach. Also man hat wenig, also bleibt nicht mehr viel Gehege über, ne? Ja, ich weiß, aber hinten das Wasser würde ich halt ebenfalls auch mit wegmachen, ne? Achso, du würdest das da hinten wegmachen, dieses Wasser. Genau. Ich mach das mal eben schnell, dann können wir uns das mal angucken. So. Okay, also weil hinten haben wir ja sozusagen auch eine Befelsung, da brauchen wir halt kein Wasser, ne? Richtig, hast recht. Und dass wir halt hier so eine bauliche Abgrenzung haben durch die ganzen Steine, da müssen wir auch keinen hohen Zaun machen. Du kannst einen kleinen Zaun, das weißt du, dass man von außen schon direkt reingucken kann alles. Und von dritten hast du halt den Vorteil, du fährst halt dann durch die Tiere durch und keine Ahnung, du wirst von Elefanten im Rüssel gestreichelt oder sonst irgendwas. Die Schiene würdest du dann auch bitte gleich bauen. Ich beschränke mich jetzt erstmal hier auf das Bauen dieser beiden Türen. Pass auf, was ich jetzt irgendwie machen kann. Hehehe. Darauf habe ich mich jetzt gefreut. Ich kann mich jetzt einfach so. Und so. Und da mache ich einmal Stecken weg. Gut, da freut sich natürlich jetzt die Tür, weil, keine Ahnung, irgendwie irgendwas ging jetzt gerade in die Hose. Ja, passt schon. Irgendwie passt. So, gucken wir mal. Tür ist auf, Tür zu funktioniert und Tür auf. Funktioniert auch. Juhu. Cool. So, das heißt, hier haben wir quasi den Ein- und Ausgang in dieses Gebäude. Dann hier nochmal die Wand hier hinsetzen, das Gebäude. Die Frage ist, wie designe ich das Gebäude? Nehme ich da jetzt Stone Bricks her? Ich nehme erstmal Stone Bricks. Da müsste Spark natürlich vorsichtig sein, dass er nicht in die Technik hereingeistert. Bau ruhig erstmal. Kaputt machen kann ich es immer noch. Stimmt. Das kann er sogar ganz gut. Da hat das Spark richtig gelernt mit dem Kaputtmachen. So, die Eingänge mache ich mal aus Quarz. Quarz. Das klingt immer witzig, wenn man es ausspricht. Ich finde Enten witzig irgendwie. So wie Erdmännchen witzig findest, finde ich Enten witzig. Witzig. Ja. Witzig und putzig. Putzig? Ja, halt gerne Ente als Haustier, wenn ihr jetzt so viel Krach machen würde. Und Dreck. Du willst nämlich gar nicht wissen, was die scheißen können. Entschuldigung, aber. Ja, und? Lass es an Weihnachten halt auf dem Tisch. Kannst du mit deinem Erdmännchen nett machen? Nee. Würde ich auch nicht. Kommst du, kannst du der Ente sagen, komm, put. Und dann läuft die in den Öfen rein, Klappe zu, einmal hochtreten und, oder wie stellst du das dann vor? Genau, die watscheln dann nach ein. Oh Mann, ey. Spark! Aber put, sagt man doch eher zu Hühnern als zu Enten. Ja. Hast recht. So. Also, wir machen nochmal wieder ein bisschen Wasserorganisation. Wir lassen das Wasser jetzt in diese Richtung fließen. Und machen wir hier weg. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, hier ist meine Wasserquelle. Das muss man nochmal eingeben, um den Brush zu deleten wieder, zu löschen, dass wir da nichts mehr sehen können am Schluss. Keine Ahnung. I don't know. So, wir sehen jetzt, wenn sich die Tür schließt. Boah, hoffentlich klappt das jetzt hier. Die Tür darf sich nicht zu lange schließen, weil sonst das Wasser herunterläuft. Ja, genau das dachte ich mir. The Joycraft hat nicht nachgedacht. Aber warte mal, wir brauchen das gar nicht, merke ich gerade. Weißt du warum? Weil der Zug auch so durch die Tür fahren würde. Das ist nämlich eine besondere Logik bei Minecarts, dass die mal eben über einen Block drüber fahren können. Yep, die fahren auch besonders gerne durch behagte Felder durch. Und zwar fallen die durch. Ist die Tür jetzt auf oder ist die Tür jetzt zu? Ich glaube, die Tür ist jetzt auf. Würde ich mal sagen. Ja, die Tür ist jetzt auf. Die Tür ist jetzt zu. Jetzt ist die Tür zu, genau. So, und jetzt pass mal auf. Und zwar nur so eine Überlegung von mir. Ich verbinde die Tür jetzt mal hier mit dem Minecart-System. Und zwar ist jetzt hier mal ein Input.
kommt von hier. Tür ist ja standardmäßig zu. Perfekt, genau. Das Input hätte eigentlich sogar nochmal verneint werden müssen. Dann drehen wir den Input also hier um. Verbinden das jetzt damit. Also, sobald nur das Minecart losfährt, sollte sich die Tür öffnen. Die Frage ist, wie schnell öffnet sich die Tür? Nicht schnell genug. Ah, okay, das war nicht Sinn und Zweck der Tür. Ich glaube, ich habe meine Tür kaputt gemacht. Gerade mit der Wasserattacke hier. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich meine Tür kaputt gemacht habe. Oder öffnet sie sich noch? Nein, die müsste sich eigentlich komplett noch öffnen. Ah, nein, hier öffnet sie sich nicht mehr. Jetzt hat sie keinen Bock mehr. Jetzt ist so ein Redstone-Block irgendwo kaputt gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo. Jetzt irgendwo ein kleiner Fehlerchen ist drin. Und das nervt mich gerade total, ne? Alles abreißen, nochmal neu bauen. Oh, bloß nicht. Ey, ich würd einen Koller kriegen. Boah, das Zuklappen der Tür funktioniert ja ganz wunderbar. Öffne der Tür nicht. Jetzt, weil der hätte nochmal ein zweites Mal. Achso, weil hier ein Block hin muss. Ha, okay. Genau, gut. Okay, das war jetzt nicht das große Problem. So, jetzt hätte die Tür sich so aufklappen sollen. Wunderbar. Die Tür ist, es gibt bestimmt bessere Designs, aber mir gefällt das Design. So, die Tür braucht eine Sekunde, um sich zu öffnen. Jetzt erst darf der Zug abfahren. Das heißt, der Zug darf gar nicht so schnell abfahren. Das heißt, wir müssen dieses System hier nochmal komplett general überholen. So. Also, das System muss nochmal ganz verändert werden. Und zwar, hier gibt es unseren Output von unserem Dings. Der muss jetzt einen Kondensator laden. Die Frage ist, wie groß kann der Kondensator sein, den das Ding lädt? Da geht ein 2, also jemand ein 2 Kondensator, der 2-polig groß ist. Würde das reichen von Signallänge her? Es reicht tatsächlich. Wobei, nee, warte mal. Es reicht tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass das reicht. Okay, das heißt, dann habe ich so die Möglichkeit, meinen Kondensator zu laden. Und kann jetzt hier rüber eine schöne lange Verzögerung reinsetzen, wann mein Kart losfahren soll. Die Verzögerung kann auch ruhig lang sein. Ich mache mal 3 Verstärkerchen. So, dann erst fährt das mein Kart los. Und der Rest ist dann trivial. Dann öffnet sich die Tür sofort. Also, wir setzen es rein ins mein Kart. Die Tür öffnet sich. Ja, gut, das konnten wir jetzt gar nicht sehen. Jetzt muss natürlich das ist noch ein leerer Spruch, Joe. So ein leerer Spruch. Der Rest ist dann trivial. Das ist ein Professorspruch, übelst. So. Fackel fehlt hier. Tür schließt. Tür hat geschlossen. Wunderbar. Minecart, ich setze mich rein. Tür öffnet sich. Zu spät. Minecart viel zu schnell losgefahren. Tür soll sich schneller öffnen. Tür will nicht schneller öffnen. Tür böse. Ich habe es gerade echt ein kleines Problemchen. Und zwar muss das Minecart noch später losfahren. Eins, zwei, drei. 5. Ich lasse das Minecart jetzt mit 5 später losfahren. Mal gucken, ob das reicht. Ich setze mich rein und sehe, wie sich die Tür öffnet. Das Minecart fährt los und zu spät. Zu früh. Und die Tür schließt sich. Tatsächlich noch eine Einheit mehr. Puh. Eieieiei. Das ist nicht gut. Also, das ist tatsächlich überhaupt nicht gut vom Timing her. Da muss man, also man muss auf jeden Fall dem Spieler, der hier später spielt, signalisieren, dass er bitte im Minecart zu warten hat, bis die Fahrt dann mal startet. So, also 5 haben nicht ausgereicht. Wir brauchen mehr als 5. Das gibt's doch nicht.
Eins, zwei, drei. Können wir das nicht auch mit dem Kondensator irgendwie elegant lösen? Ja, natürlich, das müsste eigentlich gehen. Wenn der Kondensator geladen wird, dann geht die Fackel aus und entlädt einen weiteren Kondensator hier unten, den wir hinsetzen. Der, sagen wir, zweipolig ist. So. Oder dreipolig. Ne, zweipolig erstmal. So. Er muss auf jeden Fall kleiner sein als der Kondensator oben. Der wird entladen. Der gute Mann hier. Eins, zwei. So. So. Wenn der Kondensator entladen ist, dann soll die Schiene angehen. Das heißt, dann geht die Fackel aus. Die Schiene geht an. So, mal gucken, ob es reicht vom Timing her. Ich setze mich rein, Kondensator wird entladen. In der Zeit öffnet sich die Tür und los geht's. Yes, und wir sehen, wir fahren nämlich glatt durch die Tür durch. Und hinter uns sollte dann jetzt die Tür auch die Tür zugehen. Genau, die darf ruhig ein bisschen schneller zugehen, die Tür. Das können wir jetzt nicht wie folgt machen. Jetzt machen wir was ganz Raffiniertes. Wir setzen hier einen Knopf hin. Die Schiene muss dann trotzdem nochmal bepowert werden. Dieser Knopf löscht dann etwas. So. Also, Ding fährt los. Und wir kommen durch. Perfekt. Jetzt muss ich die Tür sofort schließen. Und dafür ist dieser Knopf, den ich hier gesetzt habe. Der Knopf gibt nämlich ein Output jetzt hierher und speist mit diesem Output einen weiteren Kondensator, den wir hinstellen, der dann den Kondensator hier löscht, indem er hier ein Signal rein laufen lässt. Die Frage ist jetzt, wie wird das jetzt hier nochmal designt? So auf jeden Fall nicht. So, und somit lösche ich das Signal dieses Kondensators. Spark, kannst du dich einmal in dieses Minecart setzen und mir assistieren? Also warte eben, noch nicht reinsetzen. Ich sag dann okay, go, und dann setzt du dich in das Minecart rein. Ich muss nämlich einfach von oben gucken. 3, 2, 1, go, geh mal rein. Ich guck mal, ob es klappt. Also, der Kondensator wird geladen. Der entlädt sich, jetzt fährt Spark los. Der hier sorgt dafür, dass der andere entladen wird. Die Tür schließt sich sofort und das System hält inne. Perfekt, super. Dann klappt's. Wunderbar. Und jetzt hätte ein neues Minecart losfahren sollen. Das machen wir dann hier rüber. Das heißt, jetzt wäre ein neues Minecart spendiert worden. Und auch das prüfen wir nochmal ganz kurz, ob das alles vom Timing her sitzt. Nicht, dass nachher auch zwei Minecarts gespawnt werden. Auch das ist im Bereich des Möglichen. So, rein ins Minecart. Wir gucken mal eben kurz. So, zack, Ding öffnet sich. Minecart fährt los. Und das nächste Minecart wird spendiert. Jupp, passt. Technik läuft. Die Fahrt startet. Damit ist dieses System automatisiert. Gefällt mir. Jetzt können wir noch die Nachricht machen. Die kann man dann hier hinsetzen. Mache ich jetzt folgendes. Da werde ich jetzt einen Kolben hier hinsetzen. Dieser Kolben wird sich dann einfachen. Diese Nachricht aushüllen. Bitte während der Fahrt sitzen. Nicht mit den Tieren spielen. Bleiben. Lebensgefahr. Doppelpunkt. Während Fahrt sitzen bleiben. Ausrufezeichen. Machen wir das mal gleich als Warnung. So, der Kolben ist allerdings standardmäßig eingeklappt. Was heißt, wenn ich mal ein Signal von hier aus umlegen, welches dann hier entlang fährt. Jetzt Achtung, dass wir hier keinen Butt-Switch erzeugen, indem wir hier sowas hinlegen und sowas hier nochmal hinlegen und dann das so machen und dann ist der Kolben ausgeklappt. So, das heißt, ich setze mich jetzt mal gerade rein, das Ding geht rein. Ah, Lebensgewahr. Während der Fahrt sitzen bleiben und los geht's. Jupp, wir fahren durch die Tür und die Tür schließt sich direkt hinter uns, dass kein Tier da durchkommen kann. Juhu! Das heißt, ich habe es geschafft und bin auch schon am Ende dieses Parts angekommen und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch guten Abend, guten Nachmittag, guten Morgen, wann auch immer ihr das guckt und sage bis bald. Ciao, Leute. Ciao, ciao.